Willkommen zurück zum vielleicht letzten Part von Bowser's Fury. Aua! Arschloch! Auf den habe ich jetzt gar nicht geachtet. Ich achte nur die ganze Zeit jetzt schon auf die Glücksinsel da. Weil die Fury läuft schon etwas länger. Aber wir kriegen es anscheinend hin. Okay. Hätte ja auch sein können, dass Bowser jetzt wieder verschwindet. Wäre etwas unlucky gewesen. Aber wir haben es ja hinbekommen. So. Und tatsächlich, 99 Insignien haben wir. Ich denke, es wird heute der letzte Part von Bowser's Fury sein. Und die letzte Glücksinsel mit der letzten Katzeninsignie erscheint hier. So, nochmal schauen, wo die genau erscheint. Direkt über mir. Also muss man dann einfach hier hoch. Und dann kann man schon die Katzeninsignie hier einsammeln, denke ich mal. Wofür man allerdings die Fury abwarten muss. Also, würde ich sagen, wir machen in der Zeit vielleicht mal was anderes. Vielleicht schauen wir uns nochmal ein bisschen hier um. Warum nicht? Und sonst schneide ich einfach gleich, wenn es so langweilig wird. Worauf es höchstwahrscheinlich hinauslaufen wird. Das habe ich auch noch nicht ausgetestet. Was passiert, wenn man den Block spammt? Weil in den 2D-Marios war es ja so, man hat entweder einen Münzregen oder ein Item nochmal bekommen. Aber hier habe ich das halt echt noch gar nicht nachgeschaut. Aber ich glaube, es passiert auch nichts Außergewöhnliches. Man kriegt da einfach nur Münzen raus und das war's dann. Also noch nicht mal ein Münzregen oder so, sondern man bekommt einfach nur Münzen, ganz normal. Und dass sich Bowser's Fury jetzt schon wieder aktiviert, finde ich gut. Nur wo ist die Insel? Da! Da ist sie! Rüber da! Bowser, hör auf! Oh, ich war drin! Ich war in dem Strahl drin! Okay, die Hitbox war etwas komisch. Aber wir haben sie. Die fünfte Katzeninsignie. Und passiert jetzt irgendwas Besonderes? Ja, anscheinend schon. Ich glaube, jetzt gibt es nochmal einen richtig heftigen Kampf. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle Katzeninsignien gesammelt. Es ertönt eine Nachricht von der Gigaglocke. Du bist bereit. Nun geh und setze die geballte Macht der Katzeninsignien ein, um das Monster von seiner Wut zu befreien. Gerne! Let's go! Brauchen wir dafür Plessy? Ich glaube nicht, oder? Nö. Wir kriegen einen klassischen Kampf zwischen Bowser und Mario. Oh! Spinner! Okay. Ich glaube, er hätte mich aber auch gar nicht getroffen. Ich hätte gar nicht abtauchen müssen. Gehen wir mal kurz hier hinter. Und jetzt können wir wieder
zu Löwen-Mario werden. Zu Giga-Katzen-Mario, besser gesagt. Und jetzt heizen wir Bowser mal so richtig ein. Ein Moment mal. Tut mir leid. Aber dafür stelle ich mir hier nochmal den Sound hoch. So. Ich will das hier nämlich logischerweise in der kompletten Atmosphäre mitbekommen. Ich wollte eigentlich das Ding da greifen, aber wenn ich nicht darf. Okay, dann halt nicht. Darf ich jetzt? Ja. Maul halten, Bowser. Was ist diese blaue Leiste? Ist er jetzt heftiger? Ist er jetzt heftiger drauf? Das ist ja richtig effektiv. Ich glaube, er ist ein bisschen heftiger. So wie es aussieht. Ich glaube, ich muss ihm mehr Hits geben. Okay, jetzt macht er wieder die Druckwellen. Und wir können direkt kontern, ohne einen Gegenhit kassiert zu haben. Er sieht auch heftiger aus, ne? Er sieht so schwarz-weiß aus. So als ob er komplett den Verstand verloren hat. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Nein, was? Ah. So, bam. Ah, schade, ich dachte, ich komme vielleicht ohne Gegenhit durch. Aber war ja klar, dass es so kommen muss. Hau ab. Was ist eigentlich, wenn ich ihn jetzt nochmal... Oh, okay. Damit kann ich das so ein bisschen erweitern. Aber es bringt anscheinend auch nicht wirklich was. Ah, ja, okay. Wenn man ihn vor allem nicht trifft, dann bringt es erst recht nichts. Was? War er jetzt geschützt wegen seinem Panzer oder habe ich einfach nicht getroffen? Ich glaube, ich habe zu hoch geworfen. Ah, weg damit. So, jetzt. Aber wir können uns wieder die Katzenglocke hier nehmen. Gar nicht mitbekommen. Ich glaube, das konnte ich auch schon vorher. Aber wie gesagt, nicht gesehen, nicht mitbekommen. Aber ich glaube, das hätten wir auch nicht gebraucht. Oh, yo, ey, raste halt aus. Und ich glaube, jetzt haben wir ihn, oder? Na, noch nicht ganz. Noch ein Hit und ist er down. Okay, er schießt jetzt nochmal seine Stacheln. Und da drüben steht er. Jetzt habe ich dich. Und ich brauche ihm noch nicht mal mehr eine Stampfattacke reindrücken. Ach, keine Sorge, Bowser Jr. Ach, Moment. Kommt jetzt nochmal der zweite Kampf? Aber ein viel heftiger, hoffentlich.
wo er dann nochmal umso mehr aushält. Er sieht übrigens jetzt in der Form, da muss ich auch die letzten Male dran denken, er sieht da in der Form aus, wie in dem einen Level aus New Super Mario Bros. U, in diesem gemalten Level, was so an Van Gogh angelehnt ist. Da gibt es ja ganz am Ende so ein Bowser-Bild im Hintergrund. Und genau so sieht er jetzt auch aus. Boah, entspann dich mal. Ich gewinne doch sowieso. Entspann dich. Oh. Jetzt habe ich das Pad nicht getroffen. Aber ich glaube, das ist auch egal. Ach, scheiße. Okay, ich könnte mir hier zwar einen Power-Up nochmal nehmen. Aus dem Inventar. Hä? Ich bin doch runtergetaucht. Ja, okay. Dann muss ich das jetzt wohl machen. Dann bin ich... Ich bin runtergetaucht. Ich hab es gedrückt. Ja, glaubt mir jetzt wieder keiner. Aber wir bekommen hier sowieso eine Katzenlocke. Ich glaube, das muss ich einfach ein bisschen früher drücken, das Ding. Oh, oh, das war jetzt fies. Okay. Auch immer so ein bisschen strafen. Ich bin zu blöd, um zu springen. Okay. Jetzt aber. Das war richtig dumm gerade, dass ich das beim ersten Mal nicht schon getroffen habe. So. Ja, ein bisschen eher drücken. Dann ist man beim zweiten Mal auch... Oh! Dann ist man beim zweiten Mal auch direkt wieder dabei. Oh, scheiße. Ja, aber habe ich davor zumindest echt gut gemacht. Apropos gut gemacht. Ich habe mir jetzt mal einen Controller bestellt. Und einen... Naja, okay. Ich hätte direkt springen müssen, als ich hochgetaucht bin. Aha. So. So geht's. Ich habe mir einen Controller bestellt. Und direkt ein Schraubenset für die Joy-Cons. Und dann werde ich... demnächst mal schauen, woran dieses Knacken liegt, damit man das auch nicht mehr in der Aufnahme hört. Ah, Bullshit. Krieg ich's jetzt beim letzten Mal vielleicht hin? Oh. Oh, oh, was? Jetzt wird aber nur noch gespammt. Ja, gut. War aber auch das letzte Mal, dass man ausweichen musste. Ich glaube, das ohne Power-Ups zocken könnte echt verdammt heftig sein. Wir werden auf jeden Fall wieder zu Gigaplessy. Zum dritten Mal. Und schlagen Bowser in die Flucht. Und kriegen ein wunderschönes Feuerwerk zum Abschluss.
Und Mario kann es schon wieder nicht fassen, warum Bowser ihn angreift. Immerhin hat er ihn doch gerettet. Keine Sorge, Mario. Alles gut. Du hast wieder mal alle gerettet. Und kannst jetzt zum Schluss mit den Katzen kuscheln. Ja. Das war Bowser's Fury. Das war Bowser's Fury. Nicht Bowser's Flurry. Obwohl. So ein Bowser Flurry? So ein McFlurry Bowser Style? Das wäre auch echt was Geiles, oder? Naja, kommt vielleicht noch. Das war auf jeden Fall erstmal das Spiel. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch nochmal schauen, ob es vielleicht hinterher noch was gibt. Ob es hinterher noch was zu zeigen gibt. Ich lasse jetzt einfach hier die Credits durchlaufen. Und sag noch ein paar Dinge dazu. Also, im Grundprinzip fand ich das Spiel schon echt geil. Vor allem, dass man halt so diese Open World ähnliche Sache hatte. Mit den Inseln, dass man quasi entscheiden konnte, zu welchem Level man zuerst geht. Und dementsprechend auch sogar so ein bisschen planen konnte, ist vielleicht auch für Let's Plays besser, dass man dann planen kann, ja gut, wie viel Zeit nimmt ungefähr so eine Prüfung in Anspruch, also so eine Aufgabe. Und auch, dass die Aufgaben kleiner waren, fand ich zwar fürs Let's Play besser, aber es war mir immer so ein bisschen zu wenig einfach. Gerade im Blick auf Super Mario 3D World, was ja echt ein riesiges Spiel ist und echt viele Secrets und Features zu bieten hat. Gerade mit den vielen Welten, wo ich nicht wirklich was zu sagen will, weil wir es ja auch noch spielen werden. Fand ich die Aufgaben, die man hier machen musste, schon ein bisschen wenig. Es war halt, wie gesagt, eher sowas wie... Ah, da haben wir es übrigens. Alle 5 Glitzersterne. Anscheinend haben wir echt alles abgeschlossen. Und es gibt nichts mehr zu tun. Aber vielleicht sehen wir ja noch was. Wie gesagt, es ist eher wie so ein Mario Odyssey. Mit den Monden, wo man so kleinere Aufgaben einen Mond immer erhalten hat. Oh! Und sogar Bowser Jr. ist jetzt Katzen-Bowser Jr. Und das Katzenoutfit von Mario hat sich geändert zum Löwen. Also es hat sich schon was verändert. Ich möchte mal hier so ein bisschen noch rumschauen, ob wir noch andere Sachen finden, die sich hier verändert haben. Aber ich glaube, das war's dann auch. Ja, scheint so. Ja, auf jeden Fall ganz nette kleine Belohnung. Hier fürs Abschluss, fürs Abschließen des Spiels. Aber ich hätte es vielleicht auch noch cool gefunden, wenn man dann noch die anderen Charaktere, auch wenn es nicht wirklich was gebracht hätte, um ehrlich zu sein. Aber ist ja eigentlich auch egal, ob es was bringt oder nicht. Man hat das Spiel abgeschlossen und so eine kleine Belohnung wäre noch geil gewesen. Und da hätte ich mir halt gewünscht, dass man eben dann noch die anderen Charaktere, die man sonst auch in Super Mario 3D World zocken kann, noch hier in Bowser's Fury spielen kann. Heißt den Toad, Peach war es, glaube ich, Luigi
und hinterher noch einen speziellen Charakter, den ich allerdings noch nicht nennen möchte, weil, wie gesagt, wir zocken ja das ganze Game nochmal durch, beziehungsweise Super Mario 3D World meine ich damit, nochmal in dem Sinne, weil ich es schon mal gespielt habe. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann abonniert den Kanal, lasst einen Like da und seid dann dabei, wenn es mit Super Mario 3D World losgeht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.